Wir sprechen über das Wetter und das Klima, und das Wetter ist was ganz anderes als das Klima. Das Wetter ist alles, was wir an Informationen haben zu dem zu der Temperatur, zu dem Druck, zu der Feuchtigkeit, die man an einem bestimmten Ort und zu einem bestimmten Zeitpunkt finden kann und messen kann. Und das Klima ist allerdings etwas Statistisches. Und das ist eine Statistik, die über 30 Jahre oder länger studiert wird. Und das bedeutet nichts, dass man das gleichsetzen kann. Und das kann man also nicht sagen, dass nach 30 Jahren man etwas Neues dann bei einem Klima festlegen kann. Also es ist eigentlich eher so, dass es sehr viele Faktoren gibt, die die Temperatur beeinflussen, und wir dann zum Beispiel Tag und Nacht haben, und das ist ein Zyklus, der natürlich auch eine Auswirkung hat auf die Temperatur. Also normalerweise ist es tagsüber ein bisschen wärmer, als dass es nachts wäre, und nachts ist es kälter. Also, und das liegt daran, dass die Erde sich um die eigene Achse dreht. Und jeder weiß auch, dass wir unterschiedliche Jahreszeiten haben. Und wir sagen normalerweise, dass es vier Jahreszeiten gibt. Oder passiert jetzt nicht was Besonderes, wenn es von einer Jahreszeit zur nächsten übergeht. Und allerdings haben die Jahreszeiten einen Einfluss auf die Temperatur. Das sind allerdings nicht die einzigen Zyklen und die einzigen Phänomene, die das Klima beeinflussen. Also ich versuche jetzt einige Beispiele von Klimaphänomenen Ihnen vorzustellen, und die zeigen, dass diese elementaren Zyklen zwar existieren, und dass es darüber hinaus noch welche geben kann, die noch langsamer vor sich gehen. Professor Svensmark wird auch noch im Detail auf etwas eingehen, was ich später darlegen werde, aber hier noch auf dieses Bild. Also hier, diese Grafik wurde von internationalen Teams zusammengestellt, und sie haben gesagt, dass es einen Anstieg von der Durchschnittstemperatur in der Welt geben kann. Und diese Grafik wird allerdings in Frage gestellt durch die Beobachtung, die wir haben. Also man weiß jetzt nicht, ob tatsächlich 0,9, 0,6 oder 0,7 Grad Celsius die Luft, die Erde sich erwärmt hat. Also wir haben also das zwar in den letzten Jahren als gegeben angesehen, aber ich glaube, das funktioniert nicht mehr. Und ich werde das jetzt noch mal ganz deutlich machen. Also wenn man sich die längeren Zeiträume ansieht und über Millionen und Tausende von Jahren sich die Entwicklung ansieht, dann sieht man durch die geologischen Belege, wie die Temperatur sich verändert hat, und dass manchmal die Temperatur sich um ein oder mehrere Grad hin und her verschoben hat und da hin und her gesprungen ist. Und das haben wir immer wieder beobachtet. Und das ist genau der Zyklus, den wir beobachtet haben, der notwendig ist, von der Sonne, von einem Spiralarm der Milchstraße in die nächste zu reisen. Und die Milchstraße ist nicht etwas Statisches, und die Spiralarme sind auch nicht statisch. Das heißt, die Punkte verschieben sich von so häufig, dass man davon sprechen kann, dass man von einem Punkt zum nächsten Punkt. Und Professor Svensmark, glaube ich, wird jetzt noch etwas zu den Veränderungen sagen in der kosmischen Strahlen. Also ich habe einiges von ihm gelesen, und ich hoffe, dass er jetzt seine Meinung nicht besonders verändert hat. Und ich glaube, der wird das auch wieder belegen, was ich jetzt gesagt habe. Also das heißt, darüber hinaus, über diese kosmische Gegebenheit hinaus, gibt es dann auch die Kontinentalverschiebungen und die Plattentektonik, die nicht nur eine Auswirkung hat auf die Temperatur an einem bestimmten Ort, sondern auch auf die globale Temperatur. Und wenn wir jetzt uns einen Zeitraum von 10.000 bis 100.000 Jahren uns ansehen, dann sehen wir eine solche Grafik, und das wurde dann von der Antarktik gemessen, und das sind die jüngsten 650.000 Jahre der Menschheit. Und da hat man gesehen, dass es Konzentration von Methan gab und von CO2. Und sie passen sehr gut zueinander. Und das ist eine Geschichte, die sehr häufig angebracht wird. Und dass die Temperatur damit korreliert mit dem Anstieg der Gase. Aber das muss man erstmal noch untersuchen. Aber weshalb verändern sich die Temperaturen eigentlich? Man kann das mit den Milankovitch-Zyklen zum Beispiel erklären. Also wenn
man sich den Zyklus von kalten und warmen Zeiten ansieht, dann hat das natürlich eine Auswirkung auf die Temperaturen. Und darüber hinaus gibt es zu diesen Zufallsbewegungen und auch etwas, was er Präzession genannt hat. Das heißt, dass die Geschwindigkeit der Drehung der Erdachse dann sich verändert, wenn man das lange genug beobachtet. Und auch die Obliquität, das heißt die Schiefe der Erdachse, verändert sich auch, wenn man lange genug das beobachtet. Es gibt einen subglazialen See in der Antarktik, das heißt, Wasser befindet sich unter der Eisschicht. Und man hat herausgefunden, dass diese Eisschicht auch aus mehreren Schichten bestand und dass es in diesen Schichten je nachdem eine andere Konzentration gab, je nachdem, wie die Konzentration vorher aussah. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Temperatur sich zuerst verändert und dann sich die Konzentration der Gase verändert. Und man muss nur dann beobachten, warum das so passiert. Also CO2 hat nicht nur etwas mit der Temperatur zu tun. Es gibt nicht nur eine Korrelation zur Temperatur von CO2, aber sondern auch eine Korrelation mit Methan. Und es gibt allerdings keinen Grund, warum sich Methan genauso verhalten sollte wie CO2. Und wir sehen allerdings, dass die Ozeane, die Weltmeere wärmer werden und Gas abgeben und nicht nur CO2 abgeben, sondern auch Methan. Und die Frage ist nun, wie funktioniert diese Gasabgabe, diese Ausgasung? Und es wurde dann auch vorher schon erwähnt, dass es das Leichteste wäre, dann einfach die Temperatur zu beobachten und zu sehen, wie dann das Gas, also CO2, dann sich dann angleicht und dann sich auch verändert. Und man kann sagen, dass in 800 oder 1600 Jahre erst die Temperaturen zunächst einmal sich ändern und dann das Gas nachzieht. Also das ist die Korrelation. Und die Panikmacher sagen häufig, dass sie damit einverstanden sind, dass es durchaus stimmt, dass es erst einmal eine Veränderung der Temperatur gibt und dann eine Veränderung der Gaskonzentration. Aber sie sagen, okay, damit sind sie einverstanden, aber die Beziehung zwischen Temperatur und Gasen geht auch in beide Richtungen und geht auch zurück. Das kann man natürlich auch sein, aber das ist weitaus weniger als der Mechanismus, den ich jetzt gerade beschrieben habe, dass zunächst die Temperatur steigt und dann die Konzentration der Gase. Ich möchte mich auf das Hauptphänomen jetzt beziehen, auf den Treibhauseffekt, und die Orthodoxen nennen das so. Und da, allerdings gibt es gar keinen Grund für diesen Treibhauseffekt, und im Jahre 1824 soll er ja schon gefunden worden sein oder entdeckt worden sein von Joseph Fourier, und Svante Arrhenius hatte bewiesen, ein Wissenschaftler aus Schweden, dass es einen Treibhauseffekt gab, und allerdings hat er das nicht ganz wissenschaftlich reingemacht, denn er hat den Treibhauseffekt benutzt, um die Vergletscherung und die Abnahme der Gletscher auch zu erklären. Und das ist zwar jetzt nicht korrekt, was er gemacht hat, denn es gab dann auch Veränderungen der Erdumlaufbahn, die eine Auswirkung hatten auf die Situation der Gletscher, aber das war nicht korrekt. Aber er hat den Treibhauseffekt benutzt, und er hat gesagt, dass es einen Anstieg von 6 Grad geben könnte, und die meisten sagen, dass das nicht der Fall ist. Also es gibt mittlerweile auch Kritik an dem Treibhauseffekt.